Liebe Freunde von Scovis, Fahrradwohnwagen, Fahrradanhänger und so weiter, es ist vollbracht. Der Scovi im Gespann mit dem E-Bike und was ganz Tolles, ein Anhänger hinten dran. Richtig angepasst. Und ich habe mal ein Fahrrad draufgestellt, damit man sieht, in welcher Größenordnung das ist, ein Kinderfahrrad. Ja, das ist natürlich sehr leicht, der Anhänger. Und wenn dich noch dazu, also den merkt man eigentlich gar nicht hinten dran. Also das ist ein Gespann, was man bewegen könnte. Den kann man ja als Cargo-Anhänger nehmen oder sonst irgendwas. Der ist so vielseitig. Das war mal so eine Idee, was überwiegend bis auf die Profile aus dem Fundus entstanden ist. Und von daher haben wir das so gemacht. Was halt an diesem Scovi neu ist, ist diese Luke. Mit Gardine davor kann man beiseite machen. Und das ist ja nun halt eher was für Angler, habe ich hier auf der Seite. Zum einen ist hier die Halterung für die Dusche. Und hier sieht man die zwei orangenen Teile. Da kommt die Angeltasche drauf. Also die Angeln kann man dann locker entweder hier drauf oder dann halt auch auf diesen kleinen super Anhänger. Hier unten habe ich eine Anhängerkupplung verbaut. Also das ist schon ganz tolle Geschichte. Ja, das ist der original aktuellste Scovi. Hier sieht man jetzt oben den Bowdenzug. Den habe ich noch nicht verlegt für die Bremse da unten. Die wird dann halt da unten montiert. Und hier habe ich einen weiteren Handhebel montiert. Die gibt es auch als doppelt, aber ich wollte hier an dem Fahrrad nicht weiter rumschrauben. Klingel ist ja auch out. Man hupt. Ja. Also, das ist das aktuelle Gefährt vom Scovi. Und es wird demnächst ein weiteres Video geben mit Innenraum, denke ich mal. Oder ja, und mit diesem Anhänger. Es ist schon verrückt. Seid ganz lieb gegrüßt, bleibt vor allem gesund. Bis wieder mal.